So, liebe Zuschauer, da geht's los. Die ProRacer Le Mans Saison, die Langstreckenserie von ProRacer, die erste, die wir jetzt haben, live kommentiert von MB Sim Racing, übertragen von Simrace TV. Begrüßen Sie jetzt vorerst einmal Marcel Witz und Manuel Niehoff. Servus Manuel, schön, dass du heute da bist. Schönen guten Abend, Marcel. Schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt gibt's Racing. Ja, wunderbar. Darauf haben wir es gefreut. Und nachdem es so viele Diskussionen gab um die ProRacer-Serie, nachdem wir nicht gewusst haben, findet jetzt eine Formel-1-Serie statt, findet jetzt eine Le Mans-Serie statt, ist es wirklich gut zu sehen, dass alles losgeht. Und wir wollen sofort auf die Strecke gehen. Schön gleich mit dem ersten Abflug. Die Jungs hier sind jetzt alle auf ihrer Outlap. Und bevor die auf ihre fliegenden Runden gehen, auch wenn der ein oder andere da noch den Weg finden muss, wollen wir Ihnen das Qualifying-Ergebnis vorstellen von der GT1er-Klasse, die eben stattgefunden hat. Sage und schreibe, 3 Fahrzeuge sind dort gefahren, leider ein paar sehr wenige, aber wir ziehen das Ding hier durch und wir sind davon überzeugt, dass im Laufe der Saison noch mehrere dazukommen. Da konnten sich Andreas Schmisch mit 7 gefahrenen Runden und einer Rundenzeit von 2 Minuten 8,331
behaupten, Dominik Hesse auf der zweiten Position 2 Minuten 10, 205 und Alexander Wittmann 2 Minuten 11, 616. Also die Abstände in der GT1er-Klasse, die sind ziemlich weit auseinander und das verspricht in der GT1er-Klasse nicht gerade für ein spannendes Rennen, oder? Ja, vielleicht sind die Jungs auch ein bisschen im Rennen auf unterschiedlichen Strategien und dann kriegen wir dann vielleicht noch den einen oder anderen Zweikampf, wenn einer einen Stop mehr macht oder so. Wäre zu hoffen. Ansonsten 3,2 Sekunden der Abstand zwischen Andreas und Alexander. Das ist schon eine richtige Marke, die die Jungs dahin gesetzt haben. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier im LMP1er und im LMP2er Qualifying besser wird. Oh, Marc Danisch ist der Erste, der uns hier jetzt also auf die fliegende Runde begleitet. San Luis, die Strecke in Argentinien, wirklich eine wunderbare Strecke mit einer wunderbaren Landschaft. Also was man hier geboten bekommt, das ist wirklich einzigartig. Allein die Atmosphäre an der Strecke könnte man jetzt sagen, also man gerät schon richtig ins Schwärmen. Da später, wenn wir in der Berglandschaft unterwegs sind, dann haben die Fahrer einen Ausblick über das komplette Land, mag man meinen. Also die fahren da richtig am Abhang heran, aber die sollten sich lieber auf das Fahren hier konzentrieren. Ja, da sieht man jetzt auch schon die Häuser im Hintergrund. Das ist alles sehr detailliert, wirklich sehr schöne Strecke. 15 Minuten haben die Jungs jetzt Zeit, ihre Zeiten zu setzen. 15 Minuten, Manuel, meinst du, das wird für die Fahrer genug sein? Immerhin ist ja eine Runde 2 Minuten lang, also Fehler darf man sich ja eigentlich nicht erlauben, oder? Es wird aber reichen, die eine oder andere gezeitete Runde zu fahren. Das sollten die Jungs schon hinkriegen. Na gut, sie haben auf jeden Fall lange dafür trainiert. Die Serie ist ja jetzt schon circa seit 6, 7, 8 Wochen angekündigt. Und da hat der Fahrer auf jeden Fall bestimmt hunderte von Trainingsrunden absolviert. Das sieht man schon hier bei Marc Danisch. Das schaut in den ersten Momenten erstmal alles ganz schön flüssig aus. Nehmen wir mal ein paar Onboard-Impressionen mit. Jetzt besonders, wo wir in diesen hügeligen Teil kommen. Es geht bergauf, es geht bergab. Und das bietet für die Fahrer natürlich nochmal eine besondere Schwierigkeit. Ja, ist manchmal ein bisschen unübersichtlich. Wenn man über eine Kuppe fährt, man sieht die nächste Kurve nicht genau, da muss man den Kurs schon wirklich im Kopf haben, damit man weiß, wo die nächste Kurve ist und die Linie ideal erwischt. Ja, und besonders auch das Anbremsen beim Bergabfahren, das schiebt das Auto natürlich nochmal von hinten. Und da sind dann vielleicht Abflüge garantiert. Dan ist jetzt hier schon wieder auf der Startzielgeraden. Schauen wir mal, was das für eine Zeit von ihm wird. Erstmal die zweite Position mit 54,472. Dann ja, ist ja gar nicht so weit von der Pole Position. Ja, eine Zehntel auf Andrew. Oliver Kroker ist der nächste, dritte Position. Ja, wenn wir auch mit einer 1,55, wenn wir das vergleichen mit den Zeiten, die wir eben durchgegeben haben, dann sind die Jungs schon enger beieinander. Das verspricht schon mehr Spannung. Und Dominik Montana hat sich in diesem Moment auf die siebte gesetzt, weil er sofort von Jörn Matthias verdrängt wurde, einen Kollegen. Manuel, den wir auch gut aus einer anderen Liga kennen. Stefan Travaglio hat sich mit einer 56,088 in der Zwischenzeit auf die vierte geschoben. Und die nächste Zeit kommt rein von Serienleiter Kowalke. Und war erstmal die achte Position. Na Sebastian, das geht aber noch besser und täuscht uns hier nicht. Aber natürlich wird er so ein bisschen die Doppelbelastung gehabt haben. Fahren auf der einen Seite und gleichzeitig noch die komplette Serie leiten. Das ist schon sowas wie eine Mammutaufgabe. Ja, Doppelbelastung. Dann werden wir mal sehen, wie er das hier hingekriegt hat. Die erste Rundenzeit von 2 Minuten 1, ja, die war jetzt nicht ganz so rosig. Wir verfolgen hier erstmal Eickmann, was er denn in der zweiten Rundenzeit setzt. So, natürlich nicht zu gleichen mit der LMP1er-Klasse. Erstaunlich, was die Autos für Geschwindigkeiten draufkriegen auf dieser bergigen Strecke hier. Ja, kriegen wir hier mal wieder einen Onboard rein. Das ist schon jenseits der 250 dort. So, jetzt wird es natürlich noch ein bisschen dauern wegen dem Klassenunterschied, bis er über die Linie kommt. Aber nochmal voll rausbeschleunigen. Die Ziellinie kommt doch relativ früh. 57,873. Und Kroker hat sich jetzt auf die dritte geschoben. Innerhalb einer Sekunde des Führenden. Und auch Travaglio hat immerhin eine persönliche Verbesserung erledigt. 8 Minuten noch auf der Uhr. Die Zeit verfliegt hier.
und Kowalski. Und Dreher. Ja, das sind die Typen. Siehst du, er kam da aus einem richtigen Bergaufstück heraus. Und hier geht es ja noch weiter bergaus. Aber deswegen wird er sich wohl gedreht haben, weil das Herausbeschleunigen natürlich nochmal extra schwieriger war. Ja, da kommt er nochmal weit raus. Und Oliver Quoker hat hier etwas Verkehr mit Eichmann. Mal sehen, wie die beiden sich da jetzt einig werden. So, jetzt gibt es ja den hat er gesehen. Manöver. Ja. Am Qualifying sollte es doch für jeden Fahrer möglich sein, dass da jeder auf die fliegende Runde kommt, beziehungsweise keinen Verkehr in seiner schnellsten hat. Ja, die Strecke ist ziemlich lang, da verteilt sich das natürlich besser als auf Formel 1 Grand Prix Strecken oder so. So, Quoker jetzt mit der nächsten Zeit. Ja, 1,7 Sekunden und da ist der nächste Dreher. Beim Rausbeschleunigen ein bisschen auf den Körb gekommen und sofort ist das Auto weg. Da macht das Licht an. Hofft vielleicht, dass die anderen Fahrer ihn sehen. Jetzt muss er zurücksetzen. Da steht er wirklich an einer ganz gefährlichen Stelle. Die Fahrer kommen da um die Kurve. Jetzt geht's weiter für Oliver Quoker. Strecke ist wieder frei. So, und jetzt ist ein neuer Kollege zu mir gekommen, der Christoph. Guten Abend, Christoph. Ja, wunderschönen guten Abend, Manuel, und an die werten Zuschauer, an diesen doch recht schönen Samstagabend, den wir haben. Ich weiß gar nicht, in welcher Session wir gerade sind, aber ich denke mal, Qualifying ist das noch, das LMP Volltreffer 1. Ja, der Oliver ist gerade auf seiner schnellen Runde gewesen und hat sich gedreht, ist an einer ziemlich blöden Stelle stehen geblieben. Hat sich da weggedreht, stand quer auf der Strecke, da musste ein Auto hinten ausweichen, aber alles gut gegangen. Oliver kann weiterfahren. Nimmt sofort die nächste Zeit mit. Wieder leichter Verbremser, kommt weit raus. Hat die Linie aber noch getroffen. Dürfte nicht allzu viel Zeit gekostet haben. So, 15 Rückstand. Dann müsste er noch ein bisschen zulegen. 5 Minuten hat er noch auf der Uhr. Wenn er jetzt gleich noch über die Linie kommt, kann er auf jeden Fall noch mindestens eine Runde fahren. Ja, das sieht gut aus. Nimmt er die Curbs hart mit, kann aber die Linie halten, bleibt auf dem Gas. So, und wir warten auf nächste Zeit. Oliver, 2:10 Rückstand. Da hat er sich nochmal verbessert, da hat er nochmal Zeit gefunden. So, jetzt sind wir on board, da sehen wir auch links einen Spiegel, wo wir eben dabei waren. Man sieht er ihn nicht. Da sehen wir auch die Top-Speed-Anzeige, 2:30, 2:40. 15 Abstand macht es am Ende der Runde, Platz 3. Wir warten auf die nächste Zwischenzeit. Ja, die Runde hat er wohl abgebrochen. Ja, 9 Sekunden.
Und wir sind beim Führenden. Mal gucken, vielleicht kann er sich noch verbessern. 3 Minuten hat er noch auf der Uhr. Jetzt wurde er in der Zwischenzeit von Danisch verdrängt. Jetzt muss nochmal eine Bestzeit kommen hier von Saunders, wenn er von vorne starten möchte. Und der Fehler! Da beschleunigt er zu früh. Da hat er es weggeschmissen. Ich glaube nicht, dass er nochmal eine Runde anfangen kann, wo 2 Minuten 30 sind noch auf der Uhr. Das könnte er nochmal schaffen. Mein Gott, in der wichtigen Phase. Ja, aber er hat ja aktuell noch die Pole Position und jetzt qualmt auch der Motor, da muss er ja jetzt auch noch aufpassen. Überhitzungsproblem. Genau. Das ist übrigens interessant, ich weiß ja nicht, Manuel, ob du das schon gesagt hast, aber in der Klasse Le Mans Prototypen 1 sind nur Audi R10 TDIs dabei. Okay, also Peugeot Motorpower 908. Von Audi. Genau. Deutsche Power, keine französische Power. Ich weiß, wir hatten vor einer Woche ungefähr noch ein Peugeot dabei, aber da hat sich wohl der jeweilige Fahrer, ich weiß leider nicht mehr den Namen, gesagt, ja, wenn die alle Audi fahren, dann muss eigentlich der Audi auch besser sein. Und ich sag mal so viel, der Audi hat zwar nur 5 Gänge, ja, der Peugeot 908 HDI FAP, wie er richtig heißt, hat 6 Gänge, aber der Audi hat weniger Spritverbrauch als der Peugeot und natürlich auch weniger Reifenverschleiß. Was genau diese ganze Thematik mit den Reifenverschleiß, warum Audi mit dem Diesel ankam und warum Peugeot nachgezogen hat, das werden wir alles noch besprechen, auch was genau ist die LMP1 oder die GT1, LMP2 haben wir auch noch, das werden, wir haben insgesamt 12 Saisonrennen dieses Jahr und wenn man diese ganze Langstreckenthematik hier aufgreifen, immer Stück für Stück. Dann zum Beispiel auch erklären, was für Hubraumbegrenzungen die ganzen Klassen. Aber sowas werden wir natürlich nur machen, während Marc Danisch hier wohl eine. Jawohl, Marc Danisch auf Bestzeitkurs. Er ist schon auf 1. Ach, das haben wir jetzt vollkommen vergessen. Da kann er jetzt vielleicht nochmal nachlegen, die Konkurrenz nochmal ein bisschen weiter zurückdrängen. Nicht, dass nachher zum Ende jemand mit einer Bestzeit kommt. Er hat noch 23 Sekunden auf der Uhr, kann die Runde auf jeden Fall zu Ende fahren. 4/10 eben Vorsprung. Das wird eine richtig gute Runde, wenn er es jetzt mitnimmt. Ja, schauen wir jetzt mal zweiten Sektor. Da für ein Zeichen kommt. Jawohl, er nimmt es mit. Er verliert 1/10, aber nimmt die Bestzeit bis dahin mit. 3/10 noch Vorsprung. Ja, dann schauen wir ganz kurz noch, bevor er über Start und Ziel kommt, was der Andrew macht. Haben wir hier und der ist minimal schneller. Aber wir gehen jetzt mal auf den Markt zurück, der weil kommt hier gleich. Genau. Hier haben sie. Rechts ist übrigens die Boxeneinfahrt. Schauen wir mal. 2,5/10. Jetzt gucken, was macht sein Kontrahent? Der ist die zwei Zehntel dahinter. Der muss nochmal zulegen jetzt. So Jungs, wo bleibt die Uhr stehen? 3/10 dahinter. Marc Danisch hat die Pole Position. Dann schauen wir mal in die LMP2, was da abgeht. Da haben wir Stefan Bavaglio, bekannt auch von einer anderen Liga. Fällt jetzt leider nur nicht der Name ein. Ja, eine F1-Liga, da ist er auch sehr erfolgreich. Er hat hier einen Acura in der LMP2-Variante. Und schauen wir mal, aktuell ist er der schnellste LMP2-Fahrer. Ja, aber der Junge, der hat wirklich Talent. Die Runde hat aber, glaube ich, abgebrochen bei 11 Sekunden. Das ja, ist keine seriöse Rundenzeit mehr. Man muss aber so sehen, diese 11 Sekunden sind jetzt natürlich auf die Marc Danisch-Zeit bezogen. Bei R-Factor 1, er fährt ja auch langsam. Ja,
Nein, der hat die Runde abgebrochen, da kommt nichts mehr. Da war noch jemand auf der letzten Rille, der mit stehenden Reifen. Ja, das ist der Eichmann und der fehlt die Frontschürze vorne. Inwieweit ist das eine Beeinträchtigung? Ja, natürlich einen deutlich geringeren, beziehungsweise er hat Untersteuern immens. Ja, ja, das wird dann auch nicht mehr. Darum wahrscheinlich auch die stehenden Reifen. Der Junge kommt einfach nicht mehr dann um die Kurve. So wie das Auto aussieht, sieht es auch aus, als wäre es gerade noch in der Aufbauphase. Aber wir schauen mal, was war das denn mal für ein Auto? Ist auch immer interessant. Das sieht aus wie ein Porsche RS Spyder Evo. Von vorne so ein bisschen wie so ein klassisches Auto, fast mit dem Schaden. Ja, und ja, Porsche RS Spyder Evo war das. Schauen wir mal, Position 7. Kommen jetzt auch alle an die Box. Schauen wir mal. Mark Danisch ist ja nochmal unterwegs und der Andrew auch. Das Qualifying ist übrigens beendet. Richtig, damit hat Mark Danisch die Pole Position. Ja, Andrew kommt auch hinein. Herzlichen Glückwunsch und Pole in der GT2 hat damit denn Stefan Travaglio. Und in der GT1 ist das der Andreas Schmich. Sehr schön. Wir sind jetzt im Warm-up. Und schauen wir mal. Jetzt beunen übrigens noch Fahrer drauf. Das heißt, das Feld wird jetzt noch ein bisschen größer. Aber sie müssen natürlich von ganz hinten starten. Macht nichts, finde ich gut. Größeres Feld, mehr Action. Wir wollen Racing sehen. Ja, ansonsten, wenn ihr das gerade sieht und denkt, boah, das Fahrerfeld ist zwar noch klein, aber ich will ein Teil davon sein, dass es größer wird, ja, dann meldet euch an www.pro-racer.de. Meldet euch im Forum an, schreibt eine kurze Bewerbung, wer ihr seid, welches Auto ihr haben wollt und schon fahrt ihr bei der Pro-Racer Le Mans Series mit. Ja, bloß keine Angst haben, mit ein paar Trainingsrunden wird das alles, also wer Lust hat, hier auch mal um den Kurs zu fegen, immer mitmachen. Genau. Insgesamt 10 Mal haben wir 2 Stunden fahren und Lauf 6 und 12 sind dann jeweils 4 Stunden, aber 4 Stunden sollte auch machbar sein, obwohl es ja mit einer der schwersten R-Factor 1 Mods ist, dieser Endurance Mod. In der Version SP2, also rein theoretisch in der GT1 auch mit diesem Lambo, aber die Anleitung hat sich entschlossen, den Lamborghini nicht mit reinzunehmen. Genauso auch wie ein paar Fahrzeuge aus LMP2. Aber wie gesagt, das hat die Rennleitung entschieden, wieso, weshalb, warum. Vielleicht kriegen wir eine von der Race Control mal rein und werden uns dann mit Sicherheit sagen, warum zum Beispiel in der GT1 der neue, wunderbare Lamborghini nicht dabei ist. Ja, Christoph, wir haben jetzt Warm-up. Wird da noch viel geändert bis zum Rennen? Was ändern die Fahrer noch? Wird da noch was an den Gewichten verstellt oder am Setup? Also, man sagt ja immer so, wer im Warm-up was am Setup macht, das ist tödlich. Ja, so eine alte Sim-Racing-Weisheit, so ich könnte ja noch mal kurz was ändern, genau. Hab da noch eine Idee, aber das ist dann meistens wenig getestet, ja. Denk mal, die Fahrer werden sich einfach jetzt nur noch den Tank wirklich voll machen und damit einfach noch mal ein bisschen fahren, weiter runter, damit sie wissen, ah, jetzt habe ich ein schwereres Auto, wie verhält sich das? Aber ich denke mal jetzt Einstellungen wie irgendwie Reifendruck oder ein Heckflügel noch mal ein ja, drunter mal, das wird es hier nicht geben, weil in 10 Minuten kann man nicht sagen, okay, die Funktion hat was gebracht oder nicht, das muss man halt wirklich in Long Runs testen. Und ja, da denke ich mal nur noch Sprit hinzugefügt, denn ich denke mal, alle sind hier mit einem leeren Tank gefahren. Die Jungs sind top vorbereitet. Jetzt geht's wirklich darum zu gucken, wo schiebt das Auto vielleicht auch über die Vorderachse mit dem Tank? Wie sieht das dann gleich beim Start aus? Wo liegen die Bremspunkte? Die sind natürlich dann etwas weiter vorne. Man muss früher bremsen, das Auto schiebt mit mehr Sprit. Und darum wird's jetzt gehen im Warm-up. Vielleicht nochmal 1-2 Minuten das Fahrverhalten
das sich jetzt verändert hat, zu lernen, nochmal zu gucken, okay, wo muss ich gleich bremsen in der ersten Kurve, darum geht's jetzt. Ja, wir sind jetzt mal bei Eichmann. Wie gesagt, das ist ein, ich habe eben nochmal nachgeforscht, ein Porsche RF Spyder Evo. Und ich habe neulich erst gelesen, für interessante Käufer, dieser LMP2 kostet 1,5 Millionen Euro. Also wer so viel Geld hat und möchte damit in Le Mans fahren, der muss ungefähr 1,5 Millionen Euro für RS Spyder Evo zahlen. Gibt's so gesehen in der American Le Mans Series, World Endurance Championship oder European Le Mans Series gar nicht mehr, diesen RS Spyder Evo. Den letzten, den ich mal gesehen habe, laut meiner Erinnerung, waren 2008 das letzte Mal in der American Le Mans Series, und da dreht sich auch der Ike. Und das passiert relativ schnell hier, wenn man zu weit auf den Curb kommt, ja, und das haben wir im Warmer, im Qualifying eben schon ein paar Mal gesehen. Da ging es dann auf den Curb, da wurde ein bisschen zu früh Gas gegeben und schon kam einem das Heck entgegen. Was auch auffällig war, ist, dass die Jungs, ja, ich will nicht sagen Lenkkreis wie ein LKW, aber die mussten schon ein paar Mal vor und zurücksetzen. Die standen lang quer auf der Strecke. Ich hoffe, das geht im Rennen soweit alles gut. Eigentlich auch, dass sie erfahren sind. Sie haben auch sehr, sehr viel trainiert, habe ich mir sagen lassen. Wie viele Trainingsrunden genau gefahren wurden, habe ich leider keine Information, aber ich denke mal schon 300-400 Runden allein fürs Setup, denn hier ist es extrem wichtig, denn ich sag mal so, diese Prototypen, Le Mans Prototypen, kennen diese Strecke so gesehen nicht, aber wie zum Beispiel das Auto, was wir hier links sehen, die kennen diese Strecke rein theoretisch gut, denn die GT1-Fahrzeuge sind hier kürzlich erst gefahren, das heißt kürzlich, letztes Jahr, nämlich der FIA GT1 World Championship. Da ist ja die Corvette C6R mitgefahren. Bei Tom C natürlich auch. Da ist ja die FE1 GT1 World Championship mit GT3 Fahrzeugen. Und interessant auch, wenn wir mal ein Nachtrennen haben werden, die Unterscheidung, denn von den LMP zu den GT1, die LMP haben weiße Leuchten und die 1 haben gelbe Leuchten. Zur Unterscheidung gut. Genau, aber zwischen LMP1 und LMP2 könnte es ein bisschen schwieriger werden mit dem Unterscheiden. Christoph, wir haben auch 4 Minuten bei eben zum Start. Wir haben gleich einen fliegenden Start. Wie schnell sind die Autos da vor der ersten Kurve? Ja, das ist immer eine gute Frage. Kommt natürlich auf den Führenden drauf an, wann er beschleunigt. Ja, die Kenner wissen das. Er gibt das Tempo vor. Genau. Aber das Wichtigste ist ja, ich glaube sogar, wenn ich gelesen habe, beziehungsweise eben im Briefing gehört habe, grüne Flagge, also diese Ansage, dass das Rennen gestartet ist, kommt nicht von der Race Control selber, sondern von Air Factor selbst. Alles automatisch also. Ja, und wir wissen ja, wenn man da nicht Double Fire einhält und überholt, kann es da teilweise Strafen geben, aber wir sind mal gespannt. Es ist das erste Rennen, die Saison hat gerade erst begonnen. Wir haben noch 11 weitere Rennen, wenn das Rennen schief geht. Man hat immer noch Chancen auf den Meisterschaftstitel. Wie viele Newcomer haben wir hier in der Serie unterwegs? Gibt es viele neue Fahrer, die zur neuen Saison jetzt hinzugestoßen sind? Also, von den Nicht-Pro-Racer-Fahrer ist zum Beispiel der Danny Schubert relativ neu. Viele kennen den Danny Schubert, vor allem die treuen SimRace-TV-Zuschauer. Fährt ja oft bei den Lutz Enger-Events mit. Schöne Grüße übrigens auch an Lutz Enger, falls er zuschaut. Danny Schubert, der ist einfach ein Name im SimRacing. Viele, ja. Aber dabei zum Beispiel ist ja auch der Andreas Schmich, ja. Ist eine Zeit lang mal für das All-Star Racing-Team gefahren. Ja, jetzt in der GT1 Langstreckenserie mitfahren. Und ja, es sind viele namenswerte Fahrer dabei, aber es gibt auch welche, von denen man sagt, den habe ich noch gar nichts gehört. Wie zum Beispiel Jan Schmitter, ja. Schweizer. Bin ich noch irgendein Schweizer im Sim Racing? Nee. Jan Schmitter, der ist
heute aber nicht dabei, denn er hat ein reales Rennen, nämlich, um da auch mal ein bisschen Werbung zu machen, morgen im Formel BMW UK Cup. Ja, das ist ein richtiger Rennfahrer. Formel BMW UK fährt er da hauptsächlich. Von dann daher. Die da auf. Genau, toi toi toi, nach Großbritannien. Ich glaube, in Donington fährt er. Aber wer es genau weiß, kannst du mir nochmal schreiben. Christoph, eine Minute vor dem Rennstart. Hast du einen Favoriten fürs Rennen? Hast du jemanden, den du da auf dem Zettel hast, der ganz oben bei dir steht, auf den Rennsieg? Ja, also in der LMP1, sage ich mal, der Mark Danisch. Den hatte ich jetzt auch auf dem Zettel, ja. für die andere hatte ich Stefan Travaglio. Genau. Aber wir haben natürlich langes Event, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. 2 Stunden gibt's hier jetzt Racing Action. Da kann eine ganze Menge passieren. Da braucht ja nur mal 1 oder 2 Fehler. Die Balance muss nicht stimmen oder man ist in einen Unfall verwickelt oder irgendwas geht schief. Das kann ja immer passieren. Die Konzentration lässt auch mal nach bei 2 Stunden. Also da ist, auch wenn dann im Moment die beiden sind, die für uns ganz oben auf dem Zettel stehen, da kann eine ganze Menge passieren und mich würde es nicht wundern, wenn wir nach 2 Stunden auch einen Namen vielleicht dann auf dem Podest ganz oben stehen haben, der nicht unbedingt bei uns auf dem Zettel ist. Genau, aber da müssen wir halt echt schauen, 2 Stunden sind. Vor allem mit diesem Mod, ich sag's nochmal, gefahren würde Endurance Mod, SP2, das ist anstrengend. Das ist nicht wie irgendein anderer Mod, den es auf Seiten gibt. Das ist hier wirklich fahren und zum Beispiel der Rennfahrer und manchmal auch virtuelle Rennfahrer, Mark Hinerici, hat ja einen Teil dazu beigetragen bei der Physikarbeit. Hab ich nur mal sagen. Schöne Grüße übrigens auch an Mark, der ja heute bei den Test- und Einstellfahrten war. Bei der VLN. Hoffentlich schaut er zu. Ja. So, Warm-up beendet. Jetzt gibt's gleich Racing Action. Genau. Jetzt fahren erstmal alle an die Box. Ansonsten sind wir echt mal gespannt. Wie gesagt, die Strecke ist relativ unbekannt. 2008 ist hier die Fiat GT, die alte, mit GT1 und GT2 gefahren. Dann 2010 und 11 sind die Fiat GT1 Weltmeisterschaft gefahren. Wir haben 23 Kurven, ja, Streckenlänge 6,27 Kilometer. Sie wird auch genannt, ja, Nordschleifen-Variante. Nur halt für Südamerika, denn wir sind in Argentinien. So, wir sind im Rennen. Da unten gab es gerade nochmal die Startaufstellung. Jetzt gibt's die Recon Lab. Genau. Wir werden sich jetzt fragen, Recon Lab, was ist das ganz genau? Die Reconnaissance Lab dazu da, um halt ein bisschen Realismus reinzubringen, also in das Start-Grid reinzufahren. Normalerweise Einstellung nicht kennt, die drücken auf Rennen, zack, sind sie auf ihren Startplatz. Hier ist das nicht. Hier müssen die Fahrer wirklich rausfahren, müssen einmal um den Kurs rum, dann halt auf ihren Startplatz fahren. Problem dabei natürlich ist, sie verbrauchen trotzdem Benzin jetzt auf der Runde. Das muss man auch alles schon mit einem Plan. Genau, aber man hat ja auch nur 5 Minuten, weil ist man innerhalb von diesen 5 Minuten nicht auf dem Startplatz, darf man zwar am Rennen teilnehmen, man wird aber so gesehen auf seinen Startplatz, ja, ich sag's jetzt einfach mal, gebeamt, aber jetzt kommt natürlich, man spart dabei Benzin. Und das ist natürlich nicht fair der Konkurrenz, die halt wirklich bis zu ihrem Startplatz gefahren ist. Da muss man auch halt das oben stehende Zeitfenster beachten. Ja, 3 Minuten 40 sind noch auf der Uhr. Danach gibt es, um das Ganze abzurunden, noch eine Einführungsrunde. Ja, dann kann sich das Feld nochmal formieren und dann gibt es hier den fliegenden Start. Ja, wir sind mal gespannt. Der Start läuft. Beispiel ja, wie es nicht laufen soll, war ja letztes Jahr die Fiat GT1 Weltmeisterschaft, als ja im letzten Rennen, als ja eigentlich schon die Weltmeister feststanden, einen riesen Unfall gab mit den beiden JRM Nissan GTR GT1. Wer es nicht kennt, schaut einfach mal auf einer Videoplattform eurer Wahl Fiat GT1 WM 2011 Race 2. Da müsst ihr den Startcrash finden. Und ja,
Da gab es ordentlich Kleinholz. Aber schauen wir mal, hoffentlich gibt es heute hier kein Kleinholz. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Sagst du, Manuel? Ja, ich habe die Serie noch nicht so verfolgt. Für mich ist es ja nicht das erste Mal, aber ich habe noch nicht so viel mit dieser Serie zu tun gehabt. Und von daher, neue Strecke habe ich eben schon gehört. Ich finde die Strecke echt interessant mit diesem Bergauf, Bergab. Das hat ein bisschen was von anderen Achterbahnen. Ich hoffe auf ein sehr interessantes Rennen. Ja, wir fahren nochmal ein bisschen onboard mit beim Mark. Den hier... Er fährt im vierten Gang und das ist so gesehen der vorletzte Gang beim Audi, eben schon gesagt. Ja, fünf Gänge hat er, haben wir eben schon gesagt. Die LMP2 wiederum haben sechs Gänge und die GT1 Fahrzeuge natürlich auch. Hier sehen wir, wie lang doch diese Gerade ist und jetzt nur nicht in Konkurrenz hineinfahren. Da gab's ja, oder in die, oder ins falsche Starting Grid. Aber der Platz da ganz vorne, der ist natürlich leichter zu finden und den findet man natürlich auch am liebsten. Genau, schauen wir mal. Schauen wir mal hier so ein bisschen Helicam und da sehen wir das Feld. Ja, so langsam alle am Intrudeln sind. Interessant ist auch die Streckencharakteristik. Wir haben hier sofort eine kleine Biegung. Das heißt, der Mann auf der Pole Position, der ist auf dieser kleinen Biegung innen. Vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Ja, vor allem denn in der Startphase. Das ist, spielt hier in R-Factor natürlich nicht so eine Rolle, ob da jetzt ein Bogen so gesehen drin ist. Wenn man fliegenden Start macht, ja, muss man ja auch dazu sagen, hat man hier einen stehenden Start, haben natürlich die hinteren die A-Karte so gesehen, ja, weil sie sehen die Ampel halt nicht. Außer sie haben ein Tool, wo sie halt die Ampel anzeigen können, aber da besteht auch immer das Risiko, dass das R-Factor abstürzt und das will natürlich kein. Aber der Start, ja, da kriegt man von R-Factor halt gesagt green, green, green. Ja, also. Und dann gibt's Stoff. Genau. Ja? So wie ich das sehe, sind fast alle Autos in der Startaufstellung. Noch 30 Sekunden knapp auf der Uhr. Dann geht's jetzt gleich in die Einführungsrunde und dann hoffen wir auf ein interessantes Rennen. Ja. Letzten 10 Sekunden. So, auf geht's in die Einführungsrunde. Wir sehen da vorne das Safety Car. Also das heißt, es wird alles vom R-Factor selbst gemanagt. Wichtig noch, hier sehen wir die Reihenfolge, da steht aber schon ein Pitstop. Der ist aber, in Wirklichkeit sind das null, den einen Pitstop, denken Sie sich bitte weg. Genau, es hat einfach damit zu tun, Fahrzeuge sind ja rausgefahren einmal und das wird im TV-Style, was wir hier benutzen, schon als ein Boxenstop angezeigt. Von daher immer, auch wenn wir während des Rennens mal schauen, wer noch nicht an der Box war, minus ein Boxenstop und schon. Wissen Sie denn, wer wie oft an der Box war? So, jetzt. Dann hätten wir, glaube ich, alle Rahmenbedingungen. Dann geht's jetzt gleich los. Genau. Die Spannung steigt. Der Pohlmann gibt gleich hier die Geschwindigkeit vor. Er entscheidet, wann beschleunigt wird. Da hinten ist das letzte Auto. Wittmann auf der 12. Position. Der hat natürlich die beste Sicht von hinten. Wie schwer ist das überholen mit diesen Autos? Geht das? Hat der eine Chance von da hinten oder muss der auf Fehler hoffen? Ja, das ist immer so eine Sache. Wie ist seine Strategie? Wir fahren hier 2 Stunden, von daher ist es ja wirklich sprintrennenmäßig. Aber ich denke mal, wenn die anderen sich da vorne bekriegen und da vorne kracht es eventuell und die anderen GT1 müssen halt bremsen, kann er natürlich profitieren dadurch und nach vorne kommen. Aber ansonsten muss man halt wirklich schauen, von Fehlern der anderen profitieren. Man wünscht es keinen, ja, aber wiederum denn der Egoismus denn im Rennen denn so und denkt sich, mach jetzt endlich mal einen Fehler, ja, immer hier gespannt. Wieder das Reifen aufwärmen, sehr schön zu sehen. Ja.
Aber es gibt ja auch so ein schönes Sprichwort, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Letzten werden die Ersten sein, also... Das ist in der Nesca ist das ja so, da ist der Zweitplatzierte, der die letzte Runde hat, der hat die besten Chancen auf den Sieg. Genau. Wir wünschen auf jeden Fall allen Fahrern viel Glück, dass sie heile durchkommen bei den 2 Stunden, beim 2-Stunden-Event hofft man natürlich, dass man noch viele, viele Autos im Feld hat und nicht sofort alle am Anfang ausfallen. Ich hoffe da auch, dass wir ein breites Feld lange Zeit behalten werden und alle Fahrer möglichst ins Ziel kommen. Die Boxengasse ist gleich auf der rechten Seite und dann gibt der Pole-Setter das Tempo vor. Wir werden sehen, wann er beschleunigt. Ja, hier sehen wir übrigens einen LMP1 zwischen einem LMP2. Das wird auch noch spannend, aber die LMP1 vor allem der Audi, der ist hier sowieso deutlich schneller als die LMP2. Aber es geht in die Double-File-Formation. Ja. So. Die Fahrer nehmen die Formation ein, das Safety Car biegt in die Box. Green, 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 green. Racing. Und da ist es losgegangen, der erste Lauf der Prominus Racer Le Mans Series. Und wir sind jetzt mal echt gespannt, wer hier nach der ersten Kurve wo ist. Das sieht soweit alles gut aus. Ah, wir schalten mal hin. Da unten der Stand, Marganisch hat die Führung verteidigt, Oliver Kroker ist auf der 3. Ja, und hier sehen wir LMP1 gegen LMP2, das ist einfach... Da kann man nichts machen. So, hier sind wir beim Andrew. Der wird gejagt von Oliver Kroker. Der hat einen Fehler gemacht! Da kommen die Fahrer von hinten! Achtung, der Kroker ist daneben! Jawohl, der hat ihn! Hat er einen Fehler gemacht! Ja, schauen wir jetzt mal im Anbremsen eventuell. Ja, Nutzen dieser ganzen Geschichte ist natürlich der Marc Danisch, der hat vorne freie Fahrt, der hat schon ein paar Autolenk-Vorsprung und ein Dreher im Mittelfeld! Wer war das? Das war der Eichmann! Ist der Eichmann! Da schauen wir mal, ob es da eine Fremdberührung gab. Schauen wir mal, da sehen wir ein Audi. Der hat das Heck verloren in der Kurve! Und das zu einem wichtigen Zeitpunkt. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ist damit auf die 10. Position zurückgefallen. Und ist damit vorletzter. Ja, Marc Danisch dreht vorne seine Runden, hat schon etwas Vorsprung. Ja, 2,7 Sekunden ungefähr. Stefan Travaglio auf der 6. Der Marc Danisch, der gibt da vorne ein Tempo vor, das ist ja Wahnsinn. So, wir gucken mal, der Kroker und der Andrew, die sind da auch noch dran. Der Andrew will natürlich seine Position schnellstmöglich wieder zurückhaben. Waren die Reifen da noch kalt, Christoph? Ist er da zu früh auf Risiko gegangen? Ja, das ist immer... So, jetzt kam der Kroker mal weit raus, jetzt vielleicht die Chance. Ja. Für den Andrew, das gibt's wieder gut zu machen, jetzt schert er aus. Aber die Tops... Ja, ah, da muss er bleiben. Aber er ist dran. Er ist direkt dran am Quoker. Aber die Stelle sollte sich er sich unbedingt merken, der Andrew. Das ist nämlich gut, um Windschatten zu bekommen. Oh, der nächste Fehler. Das hat jetzt an der Radaufhängung ordentlich demoliert. Hoffentlich ist da alles heile geblieben, Christoph. Ich denke mal nicht, also... Ja, nee, das Auto... Jetzt muss er wieder da hinten gucken, da kommt der Schubert, der riecht jetzt natürlich seine Chance und hat den Angriff, aber den kann er noch abwehren. Ja, wir gehen mal... Oh, hier eine sehr, sehr schöne Kamera. Ja, auf der Nasenspitze, hier können wir ihm folgen. Praktisch im Getriebe hängt er jetzt. Jetzt kann er sich wieder ein bisschen absetzen da vorne. Ja, bei den LMP1 muss man ja vor allem aufpassen, weniger oder Leuten maximal 900 Kilogramm wiegen und da kann natürlich so einmal Wand touchieren doch recht viel kaputt machen. Schau mal, wie aggressiv der Schubert bremst. Der hat ja eine viel weiter innen liegende Linie. Der siehst du das? Der bremst ganz innen an. Der wählt eine ganz andere Linie als der Kroker. Ja, ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger und ich kann sagen, das ist normal bei ihm.
Vor allem, ja, wenn er LMP3. Ja, das ist sein persönlicher Fahrstil, ne? Und ich glaube, das ist doch gar nicht so verkehrt fürs Überholen. Mark Danisch jetzt übrigens mit der schnellsten Rennrunde. 1:56.714, der fliegt da vorne wirklich weg. Ja, 5 Sekunden der Vorsprung mittlerweile. Ja, und das nach wenigen Runden, nach 2 Runden. Das ist der Wahnsinn da vorne. Stefan Travaglio jetzt auf der 5. Und da hinten fliegt ab! Oh. Ja, da haben wir ihn. Wir gehen mal ins Replay, was da genau passiert ist. Ich glaube, er hat wieder das Heck verloren, aber schauen mal. Oh, oh ja, da kommt das Auto in der Kurve, das Heck kommt. Uff. Da nimmt er fast noch den Gegner mit. Ja, wir schauen, boah, oh, Millimeterarbeit. Hier, sehen wir es. Hat er den doch erwischt hinten? Nee. Was hat der, ein Schwein? Da passt ja eine Sonntagszeitung dazwischen. Ja, die Bild am Sonntag nicht mehr. Die wäre, glaube ich, schon zu dick. Stefan Travaglio damit jetzt auf der 4. Der kommt sukzessive da nach vorne, Stück für Stück. Ah, aber wie gesagt, der Andrew ist LMP1 und der Stefan ist LMP2. Oh, da wird sich einer ärgern. Aber wie gesagt, die Meisterschaft hat gerade erst begonnen und wenn man ein Rennen so verläuft, wie man sich gedacht hat, spann drüber, wir haben ja noch 11 weitere vor uns. Ja, auch das Rennen jetzt hier würde ich doch überhaupt nicht abhaken. Gucken Sie mal da oben, liebe Zuschauer. 1 Stunde und 54 Minuten hat jetzt jeder, der hier einen Fehler gemacht hat, noch Zeit, den wieder auszubügeln. Das ist Zeit genug, um Plätze gut zu machen. Ja, da gilt jetzt natürlich Konzentration bewahren. Ja, wir gehen mal in die GT1-Klasse und da sehen wir den Dominik Hesse auf der 9 und auf der 8. Aktuell besser GT1 ist der Andreas Schmid immer noch. Der hat da schon wieder die beste Zeit fährt. Ja. 56,665. 4,5 Sekunden ist ungefähr der Vorsprung von Andreas Schmid auf den Dominik Hesse. Der Kessel kennt natürlich diese Corvette C6R GT1 sehr, sehr gut. Fährt hier aber weit außen. Aber das ist zum Beispiel auch eine Kurve gewesen, die zwei verschiedene Kurvenschaltepunkte hat und das ist sowieso immer schwierig. Hier gehen wir auch mal ins Cockpit und ja, wir sehen, er hat kein Rückspiegel, wie man es sonst kennt. Er hat nämlich einen Monitor. Ja, da oben, den ich. Werden sich viele fragen, so, weshalb, warum? Das hat einfach damit zu tun, wir schauen mal, der Motor bei der Corvette. Ja, eigentlich vorne, aber hinten ist das Auto so hochgezogen und der Heckflügel, der versperrt teilweise die ganze Sicht. Daher hat man eine Heckschürze, eine Kamera angebaut. Das ermöglicht dem Fahrer eine bessere Sicht. Ja, da kurz Lichthupe. Ja. So, da vorne sind wir. Und da verliert der nächste das Auto! Ja, auf schon Position wieder. 4 liegt. Oh, 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 jetzt hängt. Da und das, jetzt hängt er auf dem Randstein. Das gibt's ja. Der hängt auf dem Randstein fest, Christoph. Und keiner tut dir gut. Der will natürlich auch keiner jetzt sein Rennen für opfern. Ist das vielleicht schon das Aus auf Position 4 liegt? Das gibt's ja gar nicht. Du, der hängt auf dem Randstein. Ja, er versucht. Problem ist jetzt die Motortemperatur. Nee, da kann er nichts mehr machen. Wenn er da nicht zufällig jemanden findet. Ja, die Reifen sind in der Luft. Sehen Sie den Reifen da hinten? Die Reifen, die drehen durch. Der Unterboden hängt auf. Oh, ist das ärgerlich. Hoffentlich fährt da jetzt keiner rein und mich macht sich noch das Auto kaputt. Da sehen wir die Fahrer im Hintergrund an ihm vorbeifahren. Der verliert Platz um Platz. Oh. Da kommt jetzt jemand und erbarmt sich. Ach, der Dominik Hesse. Der Hesse schiebt den an. Ja, jetzt bloß nicht selber verstecken. Ja, das ein Applaus, meine Damen und Herren. Einzigartige Bilder hier nur bei uns. Der kann das Rennen fortsetzen. Der Hesser schiebt den an. Das ist der oh nein, da qualmt der aber Motor jetzt. Der läuft heiß. Ja, aufpassen. Nicht, dass jetzt noch schwarze Wolken gleich rauskommen aus dem Audi R10. Ja, Short Shifting und rollen lassen wir lieber. Ja, interessant. Fragen ist das Ding einfach runden. Das Problem ist ja jetzt auch, der Dominik Hesse so nett, ja, wie das jetzt war. Er hat jetzt natürlich eine Position verloren an den Alexander Wittmann. Er ist jetzt auf der 8. Ja, aber
Eieieiei. Hier geht's schon ab, ey. Aber das hat natürlich auch Zeit gekostet jetzt, da die Zeit auf dem Rand stand. Ja. Damit wir sind jetzt auf Position 9, jetzt vor dem Hesse, der ihn angeschoben hat. Oh, Mann. Oh, das sollte natürlich nicht sein. Hier war eben die Zwischenstände. Der Danisch vom Quoker und Schubert und Travaglio auf der 4. Da hinten sehen wir den Saunders. Mit über einer Minute 18 Rückstand. Das wird ihn noch ärgern. Blieb der so unglücklich auf dem Randstein stecken? So. Ja, der Danisch. Fünfte Runde haben wir jetzt und führt die gehen wir mal auf den Danny Schubert, denn da ist der Abstand zu Oliver Quoker nur noch 0,7 Sekunden ungefähr. Ja, er sieht ihn. Schauen wir mal, haben wir noch so... Ach, guck mal, was wir für tolle Kameras heute haben. Ja, schön Übersicht hier. Er sieht ihn. Er kommt ja, er riecht ihn im Nacken, er spürt seinen Atem, könnte man jetzt sagen. Verbremser da vorne, ist das die Chance? Nein, da ist die Strecke zu eng an der Stelle an der Schikane. Aber er ist dran, der macht Druck. Vielleicht treibt er ihn ja allein Fehler. Ja, vor allem kommt gleich eine. Also jetzt kommt eine lange Gerade. Ah, Zeichen. Er hätte näher da sein. Da war vielleicht die Bücher, aber da hat er beim Beschleunigen nicht genug Speed mitgenommen, um da richtig dran zu sein. Aber man sieht, der Koker, der merkt den Druck. Ja. Auch ich wieder irgendwie dieses aggressive Anbremsen. Ich habe das Gefühl, dass der Danny Schubert schneller in den Kurven fahren kann als der Oliver Quoker und dafür auch später bremsen kann. Ja, gerade beim Kurveneingang, jetzt haben wir es auch gerade hier wieder gesehen, einfach eine viel weiter innen liegende Linie. Wie er rankommt, aber beim Rausbeschleunigen immer so aus, als wäre der Oliver schneller, oder beziehungsweise ob das eine bessere Beschleunigung hätte, aber haben wir mal 0,8 Sekunden mal noch, also der Abstand ist aktuell gleichbleibend. Ja, vielleicht hofft er da auch auf einen Fehler. Olli, lass die Radsteine weg, die sind rutschig hier in Argentinien. Die Frage ist natürlich, wenn er jetzt die ganze Zeit hinter dem Olli diese Linie fährt, der Herr Schubert. Hat er vielleicht! Da hat der Quoker den Fehler gemacht! Ja, das war kein Fehler. Es gab Lichthupe, sowas wie geh vorbei und das ist damit, denke ich jetzt mal, die Kampfansage Danny Schubert gegen Mark Danisch. Der eröffnet den Kampf nach da vorne jetzt. Ja, denn Quoker hat wohl eingesehen, ja, der Danny Schubert, der ist generell schneller als ich, lass ihn mal vorbei, bevor wir uns gegenseitig abschießen. Das ist ja, oder auch Reifen kaputt fahren, wenn er Kampflinie fährt. Genau. Mark Danisch, du hast jetzt einen Verfolger im Rücken. Ja. 13 Sekunden aktuell ungefähr, wir sind mal gespannt. Ja, wir schauen mal, wir haben ja noch eine Stunde 47, wir haben Zeit genug. Wir müssen vor allem jetzt mal gucken, bei den Zeiten. Jetzt hat, Mark Danisch hat sowieso eine freie Fahrt. Der ist eine 1,56 eben gefahren und der Danny Schubert, der halt im Verkehr mit Oliver Quoker war, der ist eine 1,57 gefahren. Na, wie gesagt, da müssen wir schauen, was gleich die Zeiten sagen, ob Danny Schubert wirklich schneller ist oder immerhin noch der Mark Danisch. Zum Beispiel ist jetzt der Abstand 2 Sekunden größer geworden, aber wenn wir hier den Stefan Travaglio sehen, gehen wir mal auf die 1, denn wir schauen uns jetzt mal gleich an, wie es so abgeht mit den Überrundungen. Ja, nicht, dass er da nachher noch Zeit verliert, der Mark Danisch und seinen Vorsprung wieder einbüßt. Ja, das ist auch eine schöne Sicht, da sehen wir auch das, der Sport kann man dazu nicht sagen, das Lenkrad. Da vorne schauen wir auf die Topspeed da links. 280 hatte der knapp drauf. Das ist der Wahnsinn auf dieser Strecke.
Ja. Da hat er jetzt den ersten vor sich. Der sieht ihn, der lässt ihn links vorbei. 1A Überholmanöver. Dominik Kessel, und wir haben schon einen Ausfall. Schade, zu so einem Zeitpunkt. Wen hat's getroffen? Der ist an der Box. Nee, der ist an der Box. Der Matthias. Der stoppt. Der Jörn Matthias. Nun, hat er da irgendwie noch Quali-Sprit drin gehabt? Hat der vergessen aufzutanken? Kann ich mir beinahe nicht vorstellen. Aber wir sind jetzt erst eine Viertelstunde gefahren. Vielleicht hat er irgendwie einen Schaden gehabt, den er reparieren muss. Ja, oder was? Oder es kann natürlich auch sein, das gehört zur Strategie. Denn ein Audi kann 45 Minuten, glaube ich, fahren mit einer vollen Tankfüllung. Und man muss. Ja, 120 durch 45, das sind 2, auf jeden Fall 2 Stops. Ja, und beim letzten Stop voll tanken. Ja, so 2 Boxstops werden wir höchstwahrscheinlich sehen, ja. Und beim letzten Boxstop wird auf jeden Fall nicht voll getankt. Wie lange die GT1 und die LMP2 fahren können, das weiß ich gerade gar nicht, aber wir werden das sehen, auf jeden Fall. Wir haben ja erst eine Viertelstunde. Hier nochmal ein Service für Sie, liebe Zuschauer, die aktuellen Zwischenstände. Und hier haben wir bei der Evo-Duell in der LMP2. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wird das versuchen. Oh, hast du das gesehen, Christoph? Da geht ihm auch das Heck weg. Da muss der vorsichtig sein beim Hinterherfahren. Weil er irritiert Mann, vielleicht auch ein bisschen, wenn da vor einem jemand fährt. Ja, nee, das ist eigentlich das Mysterium. Ich fahre so, wie der vor mir fährt. Ja, das ist ja auch, dass wenn der vor einem den Fehler macht, dass man den dann gleich mitmacht. Genau. Also ich war ja auch mal selbst Fahrer und ich kenne diese Problematik. Auch wenn es der Führende ist, man macht eigentlich genau das, was der vor einem macht. Oh, ich bin richtig schön selbst auf diesem blauen, Teppich kann man ja eigentlich dazu sagen. Das ist ja kein Curb. Ja, diese kleinen Streckenbegrenzungen. Ich hätte jetzt fast wieder Auflaufzone, Auslaufzone, aber die fangen ja erst dahinter an. Ja, jetzt mal hier die Sicht von außen. Da kommt er noch nicht ran, es reicht noch nicht. Aber wenn man davor einen Schlenker macht, dann aber. Man hat schön gesehen, wie er sich jetzt im Windschatten rangezogen hat. Und vielleicht sogar einmal kurz das Motorprogramm hochgedreht. So, jetzt war. So, Junge, pack ihn dir. Jetzt wird MP hochgedreht, das Motor-MP. Ja, der verbraucht jetzt kurz mehr Sprit, aber das gibt Speed. Jetzt ist er daneben. Da waren wir. Huch, toten Winkel. Jetzt aufpassen. Na, das reicht. Jawohl. Nein, das reicht nicht ganz. Vielleicht jetzt nochmal der Versuch. Andere Linie. Nee, da kommt die nächste Kurve, die nächste Schikane. Da ist die Strecke wieder eng. Aber er war daneben. Es hätte fast geklappt. Ja, haben wir schön gesehen. Wir haben das Auto auf einmal nicht mehr gesehen. Der sogenannte tote Winkel. Und das ist ja sehr, sehr böse. Da muss aber der Eik ein bisschen stärker brennen. So, jetzt. Nein, reicht nicht ganz. Ich habe ja auch gedacht, der zieht innen rein, aber ich glaube, dann hätten sie sich zumindest berührt an den Seitenkästen. Das wäre, glaube ich, nicht ohne Lackaustausch einhergegangen. Da ist auch Nummer sicher gegangen. Man sieht auch, wie er hier von außen richtig Schwung mitnimmt, wie er den Weg dran vorbeisucht. Na, ich denke mal, überholen. Jetzt aber. Er muss wieder zurückstecken. Ich denke mal, das wird gleich weit sein. Ja, kann er davor vielleicht ein bisschen später bremsen? Glaub mal nicht, ich denke mal, er hat den Top-Speed außen. Jetzt daneben, außen versucht da, ja gut. Nee. Immer das immer innen versucht, jetzt mal außen. Irgendwie führt da kein Weg dran vorbei. Der Montana, der macht sich breit. Und der nächste Anlauf. Das sieht gut aus. Vorbei. Jawohl.
Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie schnell er sich absetzen kann. Da wissen wir, wie.